So, haltet willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Ihr hattet wahrscheinlich die letzten paar Tage nur Bloodborne. Ich allerdings bin immer noch vor dem Bloodborne Release, also von daher. Ja, ich nehme schon mal ein bisschen voraus. Im Voraus aus. Auf. Ihr wisst, was ich meine. Für halt nach der Bloodborne Woche. Und so, ihr wisst, was ich meine. Ich fange einfach mal an. Und als erstes wollen wir ein bisschen farmen, denn wir brauchen Seelen, damit wir unser Schwert upgraden können. Und dafür brauchen wir Seelen. Das habe ich gerade schon mal erwähnt, aber ich sage es gerne nochmal. Und dafür gehen wir hier lang. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Typen ohne Probleme töten kann. Ich werde es mal versuchen. Ist ja ein Versuch wert, ne? Das war schon mal scheiße. Das war auch schon mal scheiße, glaube ich. Vor allem diese Rolle, die war gar nicht gut. Nee, die hat gar nicht in das Muster reingepasst hier. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Nee. Okay. meinetwegen. Ich töte ihn erstmal nicht. Vielleicht später, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Als erstes werden wir allerdings den lieben netten Schmetterling tönen. Denn das ist, was ich eigentlich geplant hatte. Den Typen vergesse ich jedes Mal, dass er halt überhaupt existiert. Der ist nämlich irgendwie total. Ich weiß nicht, was er ist. Jedenfalls nicht sehr. Genau. Ich merke es mir halt nicht, dass er existiert, okay? Er hat halt keine wichtige Rolle. Für mich. So, da. Stirb, du Baum! Bam! Dass ich immer so gemein zu den ganzen Pflanzen sein muss, ne? Erste Tomaten, dann jetzt auch noch unschuldige Bäume. Ey, habt ihr das gerade gesehen? Der hat hier gerade einen Freund von sich umgebracht. Das geht ja mal gar nicht. Ich meine, hallo? Ist ja die eine Sache, dass ich dich umbringe, aber du musst ja nicht deine Freunde umbringen, deine anderen Baumfreunde. Das geht doch nicht. Das geht doch gar nicht. Finde ich okay? Finde ich echt nicht okay. Okay, der Finsterwurzgarten. Es geht nach rechts und nach links. Ich gehe erstmal geradeaus. Okay, das war gerade irgendwie. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Warum schickt der Frau trifft der zweite Schlag nicht? So. Bam. Ich denke, ich brauche das mittlere Leuchtfeuer gar nicht von hier aus, aber. Nö, brauche ich nicht. So, jetzt kommt eins von hinten und eins von vorne. Gut, ich dachte schon, das trifft nicht. Wow. Diese Range. Okay, was mit dir? Los. Nein! Oh Gott. Und nochmal drauf da. Was hast du gedroppt? Blutroter. Moosklumpen. Meinetwegen. Estus. Was ist mit diesem Stein los? Warum? Was steckst du davon? So verpackt? Nein, oder? Da ist da nichts drin, oder? Da ist nichts drin, oder? Nein? Nein. Okay, ich war gerade schon verwirrt. Ganz dezent. Aber nein, da ist nichts drin. Alles gut. So. Hier ist kein Gegner, glaube ich. Aber hier ist eine scheinbare Wand. Da setze ich mich mal nicht dran, aber ich lasse es einfach mal da, so als Dekoration. Warte, man kann es ja entzünden einfach so, ne? Genau. Aber dran setzen werde ich mich mal nicht. Hier brauchen wir dieses Teil von dem Schmied. Gerade vergessen, wie es heißt, aber das Wappen von Artorias, so hieß es. Also Artorias Wappen, irgendwie so. Ja, kann das sein? Ich glaube schon. Das werde ich mir sicherlich irgendwann mal holen. Ich weiß nicht genau, was dahinter ist, nur so ungefähr. Ich glaube, da ist in irgendein PvP-Gebiet oder sowas. Aber ich habe keine Ahnung. So. Jetzt rushen. Scheiß auf diese riesen. Auf diese riesigen Gegner. Ich brauche die nicht. Nee, die sind doof und stinken nach. Tomaten. Nach Tomaten. So. Durch hier und jetzt hoch. Dann sind wir auch schon da beim Boss. Den sollte ich auch eigentlich hinkriegen. Der ist ziemlich einer der einfachsten Bosse im ganzen Spiel. Also kriege ich den wohl mittlerweile hin. Hoffe ich.
Wenn nicht, dann. Ja, dann halt nicht. So, wo ist er? Dreckiger Schmetterling. Hä? Da. Hi. Wie geht's dir so heute? Ja. Okay, dann kann ich lang rollen, genau. Ja, der hat ein recht einfaches Moveset. Der hat einfach nur einzelne Moves, den kann man. Auch ziemlich gut ausweichen. Ist eigentlich gar kein Problem, dieser Boss. Der auch relativ wenig Schaden macht. Außer der Angriff, wo er gleichzeitig drei komische leuchtende Kugeln beschwört, die dann auf einen zufliegen. Dem ist es relativ schwer auszuweichen, der macht noch einiges an Schaden. Aber ansonsten ist er relativ ungefährlich. Lustig ist es auch, wenn er diesen Angriff mehrmals hintereinander macht, zum Beispiel 25.000 Mal, und es waren jetzt erst zweimal, aber trotzdem ist es auch lustig, wenn er 25.000 hintereinander mal tun macht. Und es hat gerade erst angefangen und ich sag dazu eine ganze Menge, sage ich gerade dazu, aber ich habe eigentlich keine Lust da was zu sagen, aber ich tue es trotzdem, denn sonst habe ich ja gar nichts, was ich erzählen kann und dieser ganze Part würde zu einem reinen Walkthrough mutieren und das wollen wir ja nicht. Wollen wir das? Nee, ich glaube nicht. Außer ihr habt irgendwas gegen meine wunderschöne Stimme, die nicht wunderschön ist, aber man kann sich ja mal einreden, ne? Man darf doch mal träumen. Und ja, genau. Du bist ein Baum. Nein, bist du nicht. Du bist ein Baum, aber du hast dich versteckt. Ich hab dich glatt mit dem normalen Buschteil verwechselt. Ey, was war das denn für ein krasser Move? Ey, 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 ey. Backstabbe dich. Okay, das war wohl nichts. Oh nein, oh nein. Wow, okay, das war scheiße. Ich wollte rollen, aber das hat sich mein Charakter anders gedacht. Und bam, und bam. Und dann. Lila Moosklumpen. Die Teile hatte ich auch gar nicht alle einfach mal in der Kanalisation. Ja, in der Kanalisation auch, aber hauptsächlich halt in Schandstadt gebrauchen können. Aber das Gute ist ja, ich muss ja nochmal nach Schandstadt. Yay! Oh mein Gott. Okay. Ich freue mich auch schon. Ihr euch auch. Ich hoffe doch. Naja. Auf ein neues durch den Rest des Waldes. Wenn es so weitergeht, rush ich den Anfang auch. Dann. Nee, nee. Ich muss ja hier üben, schön für Bloodborne, sonst werde ich ja hier total rumfailen in Bloodborne. Man muss aber auch sagen, das müsst ihr jetzt einmal verstehen. Es gibt auch Gründe, warum ich so oft faile. Denn ich faile öfter in diesem Let's Play, also nicht, was heißt öfter, ich faile anders als in meinem ersten Playthrough von Dark Souls. Nicht öfter, ich glaube, ich bin damals schon öfter gefailt, vor allem halt am Anfang. Aber ich habe halt damals komplett anders gespielt als jetzt und das werde ich in Bloodborne auch. Bloodborne werde ich natürlich so spielen, wie ich damals Dark Souls gespielt habe, aber mittlerweile habe ich halt gar keinen Bock mehr, Dark Souls einfach so langsam und vorsichtig zu spielen, weil ich die Gebiete halt an sich größtenteils schon kenne. Und da hat man halt keinen Bock, alles tausendmal zu erkunden. Also vielleicht haben das manche Leute, aber ich halt nicht, ne? Und stimmt, ich muss blocken bei der Attacke. Okay, ja, jedenfalls werde ich halt Bloodborne dann auch so total vorsichtig spielen. Ich werde dann halt langsam vorgehen, mir alles angucken und dann alles erkunden, alle Items sammeln. Also so viel ich finde halt, ne, nicht alles. Das ist in diesen Spielen teilweise recht schwer, aber halt so viel, wie ich halt so finde. Und ja, deswegen werde ich mich auch nicht spoilern, also so gut ich kann. Aber ja, hier ist es halt einfach, dass ich einfach nur versuche durchzurushen. Ich versuche alles auch noch ein bisschen, ja, möglichst schnell zu machen, obwohl ich es halt echt nicht kann. Ich bin jetzt kein geborener Dark Souls Speedrunner. Ich meine, ihr kennt mich ja. Ich bin ein totaler Noob in allem, was ich anfasse. Alles, was ich anfasse, muss an meiner Noobigkeit leiden. Und das habt ihr gerade schon zweimal beim Mondlichtschmetterling hintereinander gesehen. Da ich die Taste vom Blocken mit einer anderen Taste verwechselt habe. Das war der vom Parieren. Ich meine, ich hätte den Angriff sowieso nicht blocken können. Also nicht so wirklich jedenfalls. Aber ich wollte es machen, also ich wollte es nicht machen, eigentlich wollte ich ihn gar nicht blocken, ich habe einfach nur gerade die Taste zum Blocken gesucht, zum Austesten. Aber dann ist mir aufgefallen, ey, da kommt der Teil angeflogen, da wollte ich gerade noch wegrollen, aber dann habe ich ja gerade geblockt, ach ja, ist ja lustig. Nee, also ich habe ja nicht mehr geblockt, ich habe pariert, aber ihr wisst, was ich meine, ihr wisst komplett, was ich meine, hoffe ich. Ja, 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 das wisst ihr. So kann ich übrigens blocken, falls ihr noch nicht wusstet. Aber ja, jetzt wisst ihr es.
Ja, also, wie gesagt, Bloodborne werde ich komplett anders spielen. Da wird es auch eine Menge Fails geben. Sogar wahrscheinlich noch mehr als hier. Wirklich sehr wahrscheinlich. Aber halt nicht so viele. Also andere Fails halt. Ihr wisst, was ich meine. Es wird. Bla. Ich versuche gar nicht weiter zu erklären. Wenn ihr wisst, was ich meine, dann ist schön. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber man muss auch sagen, dass ich im Bloodborne natürlich einen Vorteil habe, denn Bloodborne ist natürlich auf wesentlich schnelleres Spielen ausgelegt als Dark Souls. Da in Dark Souls geht es ja darum, alles halt langsam zu machen, halt immer versuchen zu blocken, was ich ja gar nicht mehr tue, aus irgendeinem Grund. Das habe ich früher immer getan. Ja, da war ich auch natürlich auch besser in Dark Souls, ne? Also als ich immer noch geblockt habe. Jetzt tue ich es ja nicht mehr. Keine Ahnung warum. Habe ich einfach abgewöhnt. Seit ich mit Controller spiele, ganz ehrlich, seit ich mit Controller spiele, blocke ich nicht mehr. Aber hey. Okay, das war schon mal dämlich, aber ich habe es geschafft. Oh, rollen. Ich habe fast gesagt blocken, aber ich blocke und rolle einfach gleichzeitig. Okay, die Attacke kann man nicht komplett blocken, aber der kann man ausweichen so. Okay, was kommt jetzt? Okay, die macht immer nur die gleichen Angriffe hintereinander. Also abwechselnd, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist ziemlich langweilig. Ich schlafe gleich ein, so langweilig ist das, aber wahrscheinlich sterbe ich gleich jetzt schon einzuschlafen. Ja, ist fast dasselbe, ne? Oh Gott, ich sollte langsam was trinken. Ja, und worauf ich halt hinaus wollte mit Bloodborne, um jetzt auch mal darauf zurückzukommen. Bloodborne wird wesentlich schneller, man muss halt nicht so viel blocken, also man kann gar nicht blocken, so. Und ist halt auf sehr schnelles Spielen ausgelegt und ihr wisst ja, ich rushe sehr gerne. Ich denke, das ist damit. Ja, lässt sich sehr gut damit kombinieren. Okay, schnell hin, schnell hin, schnell hin. Okay, und weg. Grandios. Also ich müsste mal. Keine Ahnung, so Wurfmesser oder so, ne? Scheiße, was macht das? Ich hab's vergessen. Ich will das übrigens nicht wirklich benutzen, also falls ihr das jetzt dachtet, dann tut's mir leid. Oh yeah. Ausweichen und. Nochmal ausweichen. Okay, das war nichts. Estus. Und ausweichen. Ausweichen. Komm her. Komm her, Kleiner. Ich gebe dir ein paar Schwerthiebe, falls du willst. Also falls du nicht willst, dann mache ich es auch, aber. Ja. Dann wäre das halt keine gute Werbung oder so. Oh Gott, was war das jetzt? So. Du kommst nicht mehr, ne? Dachte ich mir schon. Scheiße. Und nochmal, drauf da. Und jetzt müssen wir warten. Am besten, bis es komplett voll ist, weil das ist besser, weil da kann ich direkt zweimal schlagen. Und dann laufen. Und jetzt roll, 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 roll. Ja, das ist besser, dann zu warten, bis voll ist. Also da haben wir Leute ja so ein lieber, so eine gewisse liebe nette Kuh namens Anpu, hat mir gesagt, ich sollte nicht immer warten, bis es komplett voll ist. Oder war das Anpu? Ich glaube, das war Anpu. Oder nicht? Dann war es das Name ich jetzt nicht nennen will aus bestimmten Gründen. Aber einer von euch beiden war es und ihr habt gesagt, ich soll nicht immer warten, bis meine ganze Ausdauer wieder voll ist mit dem Schlagen, aber das ist eigentlich sehr viel sinnvoller, vor allem jedenfalls bei solchen Stellen. Was war das denn jetzt? Das habe ich ja noch nie gesehen. Oder vielleicht doch, aber ich habe es vergessen, weil keine Ahnung, was das war. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, warum habe ich ein Schild nicht ausgerüstet, bitte? Okay. Kommst du endlich oder? Nein, okay, anscheinend nicht. Okay, ich bin bereit. Komm her. Okay, und jetzt einmal war. Oh Gott, das war viel zu. Scheiße. Scheiße, das muss ich noch eine ganze Runde überleben, ist das Problem. Ich hätte das noch schaffen können, oder? Ich hätte das noch sowas von schaffen können, glaube ich. Fuck.
Egal, ich werfe mal ein paar Wurfmesser. Die sind so unnötige Teile. Wer hat sich hier, wer hat die erfunden? Ich glaube, die wurden, aber. Na, die wurden in Dark Souls 2 auch nicht sinnvoller. Na, oh mein Gott, warum sterbe ich jetzt? Nein, 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 nein. Estus, Estus, sowas von Estus. Doch, was war das jetzt? Scheiße. Estus, sofort Estus, sofort Estus. Scheiße, ich brauche sofort mein Schild. Oh Gott. Was mache ich denn? Okay. Nein, roll, roll, roll dich. Ich nehme gleich Menschlichkeit, wenn das so weitergeht. Oh Gott, jetzt komm her, so, komm sofort her, du scheiß schmetterliches Viech. Komm sofort her, du brauchst nur noch zwei Schläge in deine hässliche Visage und dann war's das mit dir. Wisst ihr noch? Der Boss ist so einfach. Ich schwöre es euch sowas von. Das ist so ein Boss, den First Try ich normalerweise. So ohne Probleme, weil der ist so easy. Aber was ist los mit mir? Was mache ich heute? Was mache ich generell in letzter Zeit mit Dark Souls? Ich kann das Spiel nicht mehr. Nee. Ich kann das Spiel ganz und gar nicht mehr. Vielleicht komme ich ja dadurch, dass ich dann Bloodborne spiele, vielleicht wieder eine Übung. Weil Dark Souls habe ich keinen Bock normal zu spielen und zu üben oder so. Nee, nee, da rush ich nur noch. Da habe ich keinen Bock auf normales Spielen. Nee, nee. Also hoffe ich mal, dass Bloodborne mir einiges beibringen wird. Wieder. Ich meine, ich konnte Dark Souls wirklich besser. Also ich verspreche es euch. Ich konnte es nie gut. Nicht mal ansatzweise. Aber besser als das, was ich hier gerade mache. Und was ich generell immer mache in letzter Zeit. Ja. Na, wie du auch sei. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht schneide ich auch wieder die Laufwege raus, aber irgendwie glaube ich es nicht. Ich bin jetzt gerade nicht so motiviert, um noch mehr zu schneiden. Ich habe heute gerade schon den letzten Part geschnitten, den Quelak-Part. Und dann, ja. Nee, gerade nicht. Gerade nicht so die Motivation dazu. Aber mal sehen, mal sehen. Man muss natürlich auch sagen, dass wenn ich schneide, ich auch gleichzeitig Rauschentfernung drauf packe. Was ich ja sonst nicht mache. Deswegen ist das natürlich auch gleich ein Vorteil für die Audioqualität. Dass halt dann halt gleichzeitig geht und muss ich nicht extra nochmal rendern. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Hoffe ich, denke ich, vielleicht. So, und jetzt mache ich was Sinnvolles und zwar, naja, gucke ich, was ich hier so habe. Ich habe so eine geile, ich habe so die perfekten Ideen der perfekten Ideen. Ich werde jetzt hier. Weil dich brauche ich ganz nicht. Nee, dich alle nicht. Dich alle nicht, genau. Dich und dich und jetzt geht's ab. So, und wähle, das ist Verschwendung. Ich werde das jetzt sowas von krass hier schaffen und so. So, komm her, du hässliches Schmetterlingsviech. Nein, du nicht. Du Schild, du gehst nicht weg. Dachte ich mir, dass es nicht klappt. Deswegen verschwende ich gerade die normalen Bomben. Scheiße. Ja, was, das hat Schaden gemacht? Wann denn? Ich glaube, das trifft nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Nein, habe ich jetzt noch zum Testen. Die schwarzen Feuerbomben will ich jetzt nicht unbedingt in die Luft werfen, ne? Scheiße. Scheiße. Dann lassen wir das, glaube ich. Aus unerklärlichen Gründen. So, komm her, Kleines. Komm her, bitte. Ich dachte, du. Nee, du setzt dich nicht hin, ne? Doch. Und nochmal eine Runde warten. Bitte, 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 bitte. Oh Gott. Ich hätte nochmal draufhauen sollen, ne? Ja. Scheiße. Nein. Nein. Ich brauche eine Fernkampfwaffe.
Ich habe noch eine Fernkampfwaffe, oder? Das bringt's, glaube ich, jetzt nicht so wirklich. Verdammt. Ich könnte jetzt natürlich kurz die Waffen wechseln, aber nö, da habe ich jetzt irgendwie nicht so eine Motivation zu. Ich weiß auch nicht warum. Scheiße, ey. Komm los, friss es! Yeah! Scheiße, das war sehr knapp. Scheiße, das war dumm. Muss die irgendwie gut werfen. Gut werfen. Gut werfen ist eine gute Taktik, denke ich. Oh, warum habe ich den Schild nicht? Deswegen. Genau deswegen. Hatte ich schon geplant. So, am besten jetzt noch einmal drauf einfach. Und vielleicht doch nochmal. Okay, jetzt gehe ich doch logischer vielleicht. Oh Gott, jetzt weg. Jetzt weg. Und das eine Runde noch, okay. Jetzt ganz schnell, ganz schnell. Schnell. Bam. Okay. Das hat sich jetzt vielleicht gelohnt, aber vielleicht noch nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, scheiß drauf. Ich meine, so wertvoll sind die Feuerbomben jetzt doch nicht, hoffe ich. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Naja, keine Ahnung. Ich denke, man kann die auch irgendwo kaufen, vielleicht. Ach, keine Ahnung. Scheiß doch jetzt drauf. Mensch. Wir wollen jetzt diesen gottverdammten Schmetterling töten und da sind mir keine Mühen zu mühig. Zu mühselig. Yeah. Ach, keine Ahnung. So, jetzt komm bitte. Setz dich. Setz dich, mein Schatz. Ich will dir doch nur ein Geschenk geben in dein Gesicht. Willst du dich haben? Dachte ich mir, aber du musst nicht so bescheiden sein. Ich weiß doch, dass du es dir schon immer gewünscht hast. Oh mein Gott, ich hasse dich. Ja, dafür geht's. Das geht jetzt. Nee, jetzt geht. Das geht zu weit. Alles nochmal drauf. Tot. Was? Stirb! Oh Gott, war das knapp. Glaube ich. So. Los geht's. Yeah. Hebt eure Hände und yeah. Bam, tanzt mit mir, yeah, ich bin glücklich, yeah. Okay, lassen wir das. Okay, das war's mit dem viel zu einfachen Boss. Ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum die sowas einfaches in das Spiel einbauen, das geht gar nicht. Der Boss ist echt einfach, ich schäme mich gerade so krass. Es tut mir leid, es ist echt, wow, der Boss ist übelst einfach eigentlich, aber ich sollte nicht nochmal Dark Souls spielen in meinem Leben, habe ich das Gefühl. Ich liebe dieses Spiel, aber ich werde es niemals beenden, habe ich das Gefühl, einfach niemals. Aber dafür ist ja Bloodborne da, ne? Das werde ich beenden. Aber sowas von werde ich das beenden mit euch gemeinsam. Aber Dark Souls natürlich auch mit euch gemeinsam. Also, denkt nicht, dass ich das jetzt mit euch, dass ich das jetzt hier abbrechen will oder so. Nee, keine Angst. Also, es geht schon mal weiter mit Dark Souls. Naja. Wo wir nun hingehen, ich glaube, ich nehme doch mal einen Heimatknochen erstmal, ne? Ja. So. Haben wir ja gerade auch einen bekommen. Dann können wir den dann direkt nutzen. Ich denke, das war es auch schon für diesen Part. Und den nächsten Part. Keine Ahnung, was wir im nächsten Part machen. Aber noch nicht Quillack töten. Wir haben noch einiges vor uns. Eine große Reise in die Tiefen und die Höhen und die anderen Gebiete. Bis dann. Ciao.